Ja, damit habe ich jetzt ja mal überhaupt nicht gerechnet. Ich soll sofort schon rein. Das ist ja mal was. Naja, zügig waren die, ja. Und das Rauskommen war auch noch genauso lustig. Und dann bin ich gegenüber hingegangen. Da war so ein Büro, irgend so ein Steuerberater, und gefragt, ob die in der Golf da gehört. Ja, meine ich, wär's denn wohl nett, den mal eventuell eben umzusetzen? Nein, kein Problem, das mache ich. Moment. Ja, schwupps, gesagt, getan. Und dann bin ich da auch wieder vernünftig rausgekommen. Trotz Laterne, die da stand. Aber ich hatte ja genügend Platz. Ja, du solltest schon Gas geben. Wie doof muss man sein. Entschuldigung. So, und dann bin ich da auch rumgekommen. Von der anderen Seite kam gerade so ein DHL-Sprinter. Der hat das sofort erkannt und blieb dann hinten an der Einbuchtung stehen. Also hat ganz gut geklappt. Kann man nicht anders sagen. Aber definitiv so eine Sache, wo du wirklich nur mit einem 20er hin solltest. Mit einem kurzen 20er Chassis alles überhaupt gar kein Problem. So, dann wollen wir mal nach Duisburg. Kiste runter. Fürs Umsetzen nehmen die 30 Euro. So kann man auch sein Geld machen. 3 Minuten Arbeit. Noch nicht mal mehr. Ja, das muss ich vorlegen oder auslegen und kriege ich dann sofort zurück überwiesen. Ja, auch nicht schlecht. Naja, wollen wir da mal hinkommen. Ja, 45 Kilometer. Ja, der Ruhr-Schnellweg. So schnell ist der gar nicht. Der Ruhr-Bremsweg heißt da meistens eigentlich besser. Ja, hier ist Essen. Einmal unter der City durch. Ja, Duisburg erledigt, abgenommen, dann habe ich schon mal hinten das Heck eingekurbelt, dann zum Umsetzer gefahren und alles schick. Dem musste man sogar noch niemals mehr sagen, dass er den Container drehen soll, weil die Türen ja nach hinten müssen. Ja, und das hier ist jetzt übliche Chaos, aber das ist schon die schnellste Route. Guten Morgen. Es ist Donnerstag, 5.40 Uhr. Ja, bis Haarstrang Süd auf der A44 bei Werl bin ich gestern noch gekommen. Ja, sogar noch ein Plätzchen gekriegt zur späten Zeit. Und hätte ich wirklich nichts gekriegt, hätte ich Soester Börde versucht und so weiter und so weiter. Wenn dann alle Stricke gerissen wären, wäre ich bis zu Hella durchgefahren, hätte mich da hingestellt. Aber das nur, ja, wenn es nicht anders geht. Ja, da werde ich da sogar pünktlich auftauchen um 6 Uhr, wie ich es mit der Dispo abgemacht habe. Sogar 2 Minuten eher. Nach 800 Metern. Ja, damit habe ich jetzt ja mal überhaupt nicht gerechnet. Ich soll sofort schon rein. Das ist ja mal was.
Da sagte sie so, du, wenn der nicht da ist, von mir aus kannst du gerne bis hier vorne gefahren kommen. Meine, ja toll, das weiß ich doch vorher nicht. Doch, wenn hier der kleine Wagen nicht steht, die ist immer so lieb. Ja, 7 Uhr genau und schwupps, ich bin schon raus. Das war dann ja mal biegen Sie rechts. Vollkommen okay. So, Papiere für den Folgeauftrag habe ich noch nicht. Ich hoffe, der kommt damit gleich mal um die Ecke. So, Eingangsschein habe ich schon ausgefüllt für Doofmund. Ich muss sowieso ins Terminal 2, weil das ein Maersk ist. Und ja, warten wir mal ab, wann das jetzt kommt. Ja, Papiere für den Folgeauftrag habe ich auch. Das ist mal wieder so eine blöde eingekaufte Tour von einer anderen Firma. Und es geht nach Beesten. Und nichts 25 Kilometer, sondern 125 Kilometer. Habe ich da doch glatt eine 100 unterschlagen. Und der geht ins Eurogate nach Hamburg. Mit Ladeschluss morgen. Ich glaube da aber noch nicht so 100 pro dran, dass der da wirklich hingeht. Aber mal abwarten. So, abgegeben im CTD2 habe ich. 800 Metern, nehmen Sie die Ausfahrt Richtung Hafen, dann biegen Sie links ab. Und aufnehmen darf ich hier zu diesem höchst amüsanten, drücke ich es mal aus. Ja, da hinten links sieht man schon die ganzen Container. Ach nee, das ist das andere. Da war ich gerade. Hier vorne ist das gleich. Die haben hier so einen scheiß Schotterplatz. CTD3. Die nennen das auch Süd. Naja. Nehmen Sie die Ausfahrt Richtung Hafen, dann biegen. Ja, so wie das von weitem gerade aussah, ist da kein Mensch. Das heißt, das kann eine ziemlich schnelle Nummer werden. Hoff ich mal. Nach 300 Metern halten Sie sich rechts, Kohlenweg, dann biegen Sie rechts. Halten Sie sich rechts? Rechts abbiegen wohl eher. Rechts halten. Hör ich gleich ab, du Mädchen. Meine Güte, nee. 1, 2, 3, 4. Boah. Dann biegen Sie rechts ab. Biegen Sie rechts ab, dann haben Sie Ihren Zielort erreicht. Heute fahre ich sogar mal richtig rein, nicht durch die verbotene Einfahrt. Die ist aber kürzer. Habe ich aber beim letzten Mal ehrlich gesagt nicht geschnallt, gebe ich ehrlich zu. Das ist hier ein Durcheinander. Fritz will mich ärgern, ey. 500 Sprachnachrichten. Ach was, 1000! Fürchterlich. Anstatt alles in eine zu packen. Und da das so schön ist. Mache ich hier mein Chassis jetzt lang. Der geht mir jetzt auf den Sack, ey.
800 Metern bleiben Sie links. So, Klapperkiste drauf. Dann wollen wir da mal hin. Von hier aus 145 Kilometer. Naja, machen wir auch. So, fertig geladen. Das Verladen war nach 20, 25 Minuten zu Ende. Nach 400 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt B214 Parkstraße. Aha. Nur dann habe ich da über eine Stunde auf die blöden Papiere gewartet. Ja. Naja. Hier ist der Kreis. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Na, kleiner Mann. Ja. So, jetzt geht's nach Hamburg. Noch habe ich keine Meldung, ob er überhaupt ins Eurogate reingeht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt aber auch nicht nachgefragt. Nach 400 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt B214 Straße. So. Namen gibt's. Achso, Büchse geht im Übrigen nicht ins Eurogate. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt, dann biegen Sie die dritte Straße links ab. Ach so, die Nach Kiste wie. Biegen Sie links ab, B214, Richtung Diepholz. Aha. So, die Kiste wiegt 25,38 Tonnen. Biegen Sie links ab. Aha. Bin ich. Ja, irgendwie so 100 Kilo untererlaubt. Aber ist halt so. Aber 100 Kilo sind 100 Kilo. Und da ich mein Leergewicht hier mit seinem Chassis mit mir inklusive kenne, folgen Sie B214. Alles schick. Ankommerweg Richtung Diepholz für 8 Kilometer. Ja, quer durch die Walacheien hier. Tip, 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 tip. Was kommt denn da für ein Städtchen mit so einer gewaltigen Kirche? Naja, was heißt gewaltig, aber doch. Ja. Nach 400 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt B214 Richtung Diepholz. Richtung Diepholz. Verbrauchermärkte. Die haben eine eigene Abfahrt. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Da kommt keiner, da.
das ging ja noch richtig gut. Ach, hier fängt der Ort erst an. Ankommen! Nach 400 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt B214 Richtung A1. Du bist ein Profi. Guten Morgen. Wir haben Freitag, 6.30 Uhr. Ja, bis Grundbergsee bin ich ja gestern gekommen oder gefahren. Dann hieß es, der Container soll zu Krause. Dann sagte ich, ja, den gebe ich aber nicht mehr ab. Den gebe ich erst morgen früh, also heute ab. Ja, dann können wir den nicht zu Krause bringen, dann muss der ins Eurogate. Meinte ich, ja, ist doch kein Problem. Ja, den kriege ich aber erst um 0 Uhr gebucht und da ist keiner. Meinte ich, ist doch kein Problem, dann buche ich mich selbst. Heute Morgen stelle ich mir einen Wecker für 5 Uhr, buche mich fertig. Ich 5 Uhr aufgestanden, zack, Laptop hoch. Ist bequemer als auf dem Handy. ROMs eingebucht und dann Termin nicht zugelassen. Ja, das heißt, der darf heute auch noch gar nicht ins Eurogate. Jetzt warte ich auf eine Reaktion von denen, ob er jetzt doch zu Krause geht oder wo der jetzt hin soll. Weil Schiff ist, habe ich nachgeguckt, für den 16. um 14 Uhr angemeldet. Aber heißt ja noch lange nicht, dass er dann auch kommt. Ja, gelesen hat die Dispo das jetzt. Hab einen Screenshot gemacht, denen es mitgeschickt. Ja, terminalseitig nicht zulässig. Tja, war wohl nix. Mit heute doch rein. Ja. Naja, heute ist Basti wieder da. Ich mach 3 Kreuze. Ja, steht auf meinem anderen Blatt. Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Und ich gehe im Moment davon aus, dass er zu Krause geht. Und ja. Deswegen werde ich da jetzt gleich mal in die Richtung hinfahren. Und wenn er doch woanders hingeht, ist ja egal. Ja! Nach ein wenig kleinem Durcheinander, weil die Dispo konnte das natürlich auch nicht buchen, habe ich ihn dann doch bei Krause abgegeben. Da war ich nach 6 Minuten wieder raus. Jetzt habe ich gerade 15 Minuten Pause reingeholt. Und fahre jetzt mal, ja, die öfter gucken und auch länger gucken. Die wissen, wo ich bin. Im CTB, im Bummelkai. Und da hole ich jetzt die Kiste für Montag raus nach Pfullendorf zu Geberit. Laut Papiere soll sie 7.900 wiegen plus Tara. Also in dem Sinne wird das entspannt. Drei Minuten. Auch nicht schlecht. Nach 90 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die erste Ausfahrt, Burchardkai. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die erste Ausfahrt. Das Ding wiegt echt nichts. Kontrolldaten. Motoröl, nein. Batteriespannung, nein. Bremsbeläge, nein. Achslast, 6,9. 7,0. Am Ende der Straße biegen Sie links ab, dann halten Sie sich rechts. Ja, logisch, natürlich. Ich fahre hinten durch den Zaun durch, Navi. Halten Sie sich rechts. Hier ist wieder was los. Na, wenn er dich lässt, dann lasse ich dich auch mal.
echt ruhig hier. Nach 100 Metern biegen Sie links ab, dann biegen Sie rechts ab. Zufahrt 1 bis 6. Oh, alles rot. Biegen Sie links ab, dann biegen Sie rechts ab. Dann nehmen wir den hin. Biegen Sie rechts ab, Waltershofedamm. Oh, war mein Riecher ja mal richtig. Sonst suche ich mir ja immer die langsamste Spur aus. Ugh. Auftrag noch in Arbeit. So was. Ach, er schleicht jetzt erst rum. Im Eurogate, weil ich stand im Eurogate, hab da meine 20 Minuten habe ich gemacht, bis ich rein durfte. Jetzt geht der echt noch die Leiter hoch und guckt von oben. Okay, ist ja auch angebracht. Wer weiß, was da alles oben drauf rumfliegen kann. Ja, ja, ja. Oh, Ticket kommt. Gute Fahrt. Wie? Seit wann kommt denn jetzt hier wieder gute Fahrt? So, Interchange. Was habe ich denn brutto? 11,6. Ist ja nix. Ist ja gar nix. Oh, es fizzelt. Kärtchen weg. Ist hier auch nur ein Pott drin, eine MSC, Alia. Alia. L? Hä? A-L-I-Y-A. Aha. Und eine Evergreen ist drin. Aber die ist so weit weg, kann ich den kleinen Namen nicht lesen. Aber so ein XXL-Ding von denen. So, dann wollen wir mal in Richtung Heimat oder besser gesagt erstmal Richtung Papiere abgeben und so. Ja, gerade noch meine halbe Stunde Pause gemacht. Sonst hätte ich das nicht geschafft. Stand ich Allertal. Ja, noch eben auf die Schnelle einen Kaffee gekocht.
dann schon mal Kühlschrank ausgeputzt. Dann waren da zwei Sachen drin, die habe ich echt vergessen gehabt. Naja, leider in die Tonne. Ja, und dann ist hier soweit wieder alles startklar. Jo, bitte. So, Kläuschen schrieb vorhin, melde dich kurz vorher nochmal, dass ich auch wirklich zu Hause bin. Machen wir. Ja, das wäre doof, wenn ich da stehe und dann ist er doch nicht da. Ja, Fritzchen hat gestern das Vergnügen gehabt, in Frankfurt zu sein, bei beiden Contagos. Also Schmidtstraße und Industriepark Höchst. Ja, jetzt ist er nach Aschaffenburg. Da war ich auch schon mal, allerdings nur am Terminal in Aschaffenburg, an diesem komischen kleinen Schotterplatz. Der dürfte jetzt allerdings auch schon längst fertig sein und in Richtung A7 nach oben brettern. Wetter morgen. Zumindest trocken sollte es sein. Mal die Fahrräder wieder aus der Garage holen. Mit Kiddies mal wieder rum. Aber vielleicht packe ich sie auch hinten auf einen Heckträger. Dann fahren wir zum Obersee bei uns. Und dann fahren wir mit dem Fahrrad einmal um Obersee. Da gibt es so viele Spielplätze auch. Alles schick da. Da kann man sogar was essen. Auf dem Rückweg dann einkaufen. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall ein Eis essen gehen. In unserer Stammeisdiele direkt bei mir um die Ecke. Ja, die kennen die beiden auch noch. Da haben sie noch Kinderwagen gelegen und in eine Windel gemacht. Berghof. Ja, naja, was habe ich jetzt? Bis Klaus, 1,5 Stunden. Von dort nochmal 1/2 Stunde bis zur MAN absatteln. Heute ist das Tor auf jeden Fall noch auf, nicht wie beim letzten Mal. Weiß ich gar nicht, habe ich das gesagt? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall waren die gerade dabei, das Tor zuzumachen. Waren die, nein, lasst mal auf. Ich hole mir gleich einen Schlüssel. Nö, mach mal in Ruhe. Ich muss eh gleich hier nochmal hin. Ich schließe dann ab. Meine, ja, super. Auf die 352 rüber, aber bis jetzt habe ich noch keine Störungsmeldung auf dem Navi, also sieht im Moment ziemlich gut aus. Ja, Herford schon erledigt, Kläuschen war da, Papiere mitgenommen, Fahrerkarte ausgelesen, Gerät ausgelesen, neue Druckerpatronen bekommen, alles erledigt. Achso, und bei D3T in Duisburg wurde der Container ja umgesetzt. Fürs Umsetzen sehen die, wollen die ja nur Barzahlung haben. Das Geld habe ich jetzt gerade auch wieder gekriegt. Kläuschen kriegst du über den Auftraggeber wieder. Also alles schick. Alles schick.
Ja, dann fahren wir jetzt mal zu MAN. Oh, da war sogar eine Kamera drin dieses Mal. Schade, dass man das immer erst erkennen kann, kurz bevor man da ist. Also quasi, wenn er blitzt. Ja, jetzt immerhin absatteln, tanken fahren. Waschen fahren tue ich nicht. Das mache ich nächste Woche. Bin ich eh eher drin, weil ich das mit meinen Reifen hat sich ja verschoben um eine Woche. Ist aber alles im grünen Bereich. Und dann kriege ich nächste Woche Freitag, also heute in einer Woche, kriege ich vorne neue und die Woche drauf hinten vier neue. Ja. Ja, so noch ein Pläuschchen gehalten. Hamburg fahren kaum Züge, Kabelbrand im Stellwerkssystem, da kommt Spaß auf. Kabelbrand ist immer was Feines, in Anführungsstrichen natürlich fein. So. Tor dürfte ja wohl doch auf sein. Kannte ich die denn, die da gerade in dem A1 saß? Ach, egal. Ich kenne hier so viele. Mich kennen hier auch viele. Manchmal leider. Alter, die Polter. Tim Tari, da, da. Oh, MAN kriegt einen neuen LKW. Ui. Wo will er denn da hin? Finde ich aber nicht gut. Da will ich nämlich auch rein. Ach, sind wir heute mal nett, ne? Lassen wir den da mal durch. Fahr mit deiner Schuhschachtel. Oh, alte Schulschreibtische. Ach ja. Ja, dann wollen wir mal absatteln.
Ach so, dann mache ich das mal jetzt hier, weil ich fahre jetzt noch tanken. Ja, wie gesagt, Woche rum und falls es Mittwoch kommt, schöne Restwoche. Falls Samstag, schönes Wochenende.